Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es endlich um die Top 5 Fehler nach dem Training. Wir hatten schon Videos zu den Top 5 Fehler vor dem Training, zu den Top 5 Fehlern im Gym, heißt beim Training. Und jetzt kommt das Ganze nach dem Training. Wir befinden uns also in Sekunde 1 nach dem Training. Ihr habt den letzten Satz gerade erst gemacht. Und jetzt kommen wir schon direkt zu einem Klischee. Und deswegen eigentlich so Platz 1 der Fehler. Und das ist der Proteinshake, der danach kommt. Viele nehmen sofort den Proteinshake ein. Ist es schlecht? Ist es giftig? Natürlich nicht. Darum geht's nicht. Aber ich würde es schon als Fehler bezeichnen. Ich würde schon so weit gehen und sagen, das ist ein Fehler. Es ist alleine ein Denkfehler. Denn es bringt fast gar nichts. Ja, ihr kriegt dann Proteine, aber diese Proteine muss euer Körper erstmal zersetzen. Und der Körper hat, gerade wenn ihr ein richtig hartes Training hattet, einen Notstand. Erstmal einen Notstand an Energie und danach möchte er alles so schnell es geht haben. Er braucht so schnell es geht Aminosäuren. Und ihr erinnert euch vielleicht, Proteine sind eigentlich nur Verbindungen von vielen Aminosäuren. Das heißt, die muss er zersetzen und das alles kostet Zeit und Arbeit. Natürlich, ihr könnt ein Whey nehmen oder ein Whey-Isolat und dann geht es relativ schnell. Das ist Klagen auf hohem Niveau. Aber auch das braucht der Körper gerade erstmal gar nicht so dringend. Insofern Proteinshake nach dem Training, nein, großes Klischee, muss nicht sein. Und es gibt viel bessere Sachen, die ihr machen könnt, um auch den Muskelaufbau zu beschleunigen. Und damit kommen wir zu Platz 2. Und das ist, ihr esst einfach gar nichts nach dem Training. Ihr nehmt nichts nach dem Training zu euch. Ihr geht duschen. Und dann zieht ihr euch an und dann geht ihr ins Auto oder geht nach Hause oder steigt in den Bus und dann geht's nach Hause und dann geht ihr vielleicht schlafen oder zur Arbeit oder sonst was. Das ist eine Katastrophe. Das solltet ihr definitiv nicht machen. Euer Körper benötigt etwas nach dem Training. Jetzt habt ihr die Arbeit geleistet und eine riesen Baustelle aufgemacht und ihr liefert nichts. Ihr habt ganz viele Leute auf dieser Baustelle, die warten, Fahrzeuge, die warten, Maschinen, die einsatzbereit sind und es passiert nichts. Ihr gebt weder Benzin für die Maschinen, noch gebt ihr irgendwelche Anweisungen für die ganzen Leute, die warten, noch haben die Bausteine und Holz und sonst was. Es passiert einfach nichts. Das Ganze, was wir uns vorher erarbeitet haben, verpufft erstmal. Auch das, ja, es wird ein bisschen abgemildert. Das heißt nicht, dass ihr niemals muskulös sein werdet, wenn ihr in den nächsten 3-4 Stunden nichts macht. Aber ihr verpasst ein riesiges Potenzial. Größer als das Potenzial, das man vielleicht noch ausschöpfen kann, indem man Supplements zusätzlich nimmt oder so etwas. Es ist eine Pflicht, etwas zu sich zu nehmen nach dem Training. Dann lieber Platz 1 Fehler, den Proteinshake, bevor ihr gar nichts nehmt. Und damit kommen wir zu Platz 3. Keine Kohlenhydrate nach dem Training. Wer von euch denkt, dass Zucker Gift ist, hat hier sowieso nichts zu suchen. Bitte bildet euch und verschwindet von dem Kanal. Wenn ihr glaubt, dass Kohlenhydrate der Feind sind, egal ob ihr übergewichtig seid oder nicht, nun ja, dann habt ihr auch ein wenig zu viel die Brigitte gelesen. Sind nicht. Kohlenhydrate ist ziemlich der wichtigste Stoff unter den Makro- und Mikrostoffen in eurem Körper schlechthin. Euer Körper, wenn er einen Notstand hat an Kohlenhydraten, dann gibt es nichts, was schlimmer sein könnte für euren Körper und nichts, was ihn mehr in Alarmbereitschaft versetzt. Denn alles, was ihr tut, funktioniert nur mit Energie. Euer Gehirn funktioniert nur mit Energie, ihr könnt nur laufen mit Energie, selbst euer Herz schlägt nur mit Energie. Ohne Energie ist es so wie ein Wagen ohne Benzin. Da könnt ihr den tollsten Wagen haben, die schönste Software drin haben, es funktioniert einfach gar nichts. Und genau das passiert. Nach dem Training habt ihr Notstand. Und ja, ihr könnt euch noch bewegen, ihr könnt noch irgendwie rausgekrochen kommen, vielleicht seid ihr sogar noch ein bisschen fitter, aber euer Körper braucht in erster Linie nicht den Proteinshake. Kein Croissant, kein Schokocroissant, keine vollständige Mahlzeit, nein, auch keine Aminosäuren. Nett, aber auch erst später. Das Wichtigste, was er jetzt braucht, ist Energie. Energie, um danach alles umzusetzen, um danach die Kohlenhydrate hochzuschießen, um euren Insulinspiegel zu steigern, damit die Nährstoffe besser eingelagert werden und. Wir wollen gar nicht zu kompliziert werden. Nehmt Zucker, nehmt einfache Kohlenhydrate nach dem Training zu euch. Wie ihr das machen könnt, zum Beispiel 2 Bananen danach essen. Ihr könnt auch einen Fruchtsaft trinken. Traubensaft ist mein Tipp. Schießt den Insulinspiegel ordentlich nach oben. Hat so um die 17 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Super. Pure Zuckerwürfel. Gut. Traubenzucker. Gut, könnt ihr alles machen. Wer denkt, dass Zucker nun mal ja auch in Schokolade ist? Nun ja,
schwer zersetzbar. Insofern nein, das nicht. So einfach wie möglich, so schnell wie möglich verdaubar. Säfte, alles Flüssige, Dextrose oder natürlich irgendwelche Carbo-Drinks, die ihr dann zu euch nehmen könnt. Hauptsache viel einfache Kohlenhydrate. Wichtig. Platz Nummer 4. Keine Ruhe nach dem Training. Ja, das ist förderlich. Ich weiß, viele von euch haben das Los da draußen nun mal gezogen, kein auf Bodybuilding ausgelegtes Leben zu haben. Kein Profi-Bodybuilder zu sein oder kein YouTuber, der einfach nur trainieren und pennen und trainieren und pennen kann. Ja, das fördert den Muskelaufbau. Gar nicht mal so übel. Und wir da draußen, die arbeitstätig sind, müssen nun mal das irgendwie anders machen. Aber besser, ihr trainiert eigentlich nach der Arbeit und kommt dann zur Ruhe. Ruhe muss nicht unbedingt schlafen sein. Ruhe kann auch sein, dass ihr euch einfach hinsetzt, dass ihr Fernsehen guckt, dann auch noch wartet, vielleicht dann noch eine Mahlzeit esst und dann zur Ruhe kommt. Gar nicht mal so schlecht, einen Mittagsschlaf nach dem Training einzulegen. Machen sehr viele Profi-Bodybuilder. Trainieren, kleinen Mittagsschlaf, dann kann es irgendwie weitergehen am Tag. Wenn ihr morgens trainiert oder vor der Arbeit trainiert, dann solltet ihr viel essen zwischendurch, aber es ist tatsächlich schon suboptimal. Ruhe danach kann wirklich einen guten Push geben. Deswegen versucht eher danach Ruhe zu bekommen, als danach nochmal so richtig loszulegen. Also an all die Disco-Pumper da draußen, aufpumpen ist erlaubt, aber Training, bevor ihr in die Disco geht, nicht unbedingt. Und damit kommen wir zu Platz 5 und eigentlich hatten wir schon in anderen Plätzen drin, kein optimales Post-Workout-Meal. Drink, Post-Workout-Meal, was auch immer. Das ist natürlich eine ganze Kette von Dingen, die ihr dann zu euch nehmen müsst und abklappern müsst. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, in erster Linie ist es Zucker. In zweiter Linie gerne Kreatin und Aminosäuren hinterher. Dann habt ihr schon mal den Notstand, Alarmstufe Rot vom Körper weg und er ist in Alarmstufe Orange. Und in Alarmstufe Orange braucht er einfach nur jetzt mal irgendetwas wirklich Substanzielles. Und das könnte eine volle Mahlzeit sein. Aber eine volle Mahlzeit sind nicht 3 Schokobrötchen oder die Tiefkühlpizza, sondern eigentlich eher irgendetwas, und das könnt ihr euch schon vorstellen, es geht hier nicht um Clean, aber irgendwas, wo Kohlenhydrate, Fette und vor allem auch Protein drin ist. Das nehmt ihr noch zu euch und dann habt ihr den ganzen Post-Meal-Kladderadatsch abgeschlossen. Das Ganze sollte geschehen in so einem Fenster von 1,5 bis 2 Stunden danach. Nicht länger, aber auch nicht direkt die Kartoffeln mit den Erbsen und dem Fisch 1 Minute nach dem Duschen zu sich nehmen. Wenn ihr das vernünftig gemacht habt, gut. Dabei können Supplements natürlich sehr gut unterstützen. Und da sind Supplements sinnvoll als Nahrungsergänzungen. Nicht etwa, weil es Wundermittel sind, sondern weil sie genau das ersetzen. Könnt ihr also nicht immer das Beste gewährleisten? Shake, shake, shake. Ihr tut die Substanzen da rein, da seid ihr der Alchemist für. Ihr wisst, wie ihr es macht. Wenn nicht, einfach den Kanal hier abonnieren, dann wisst ihr, wie man es macht. Ihr tut da alles rein, was ich gerade gesagt habe. Trinken und gut ist. Bisschen Dextrose nach dem Training, Kreatin und Aminosäuren zusammen trinken und gut ist. So läuft das Ganze ganz gut. Oder natürlich sogar ein Weight Gainer oder sonst was, wenn ihr nicht zu einer vollständigen Mahlzeit kommt, wenn ihr berufstätig seid oder sonst was. Wichtig aber, Post-Meal muss stimmen. Das Ganze könnt ihr natürlich bei der Proteinarena bestellen. 15% könnt ihr euch sparen mit dem Code da unten. Das ist ganz gut für euch. Und da kriegt ihr eine ganze Menge verschiedene Produkte und müsst euch nicht an eine einzige Marke halten. Probiert es einfach mal aus. Und ansonsten, wenn ihr mehr solche Tipps sehen wollt, Kanal abonnieren. Ihr wisst, wie man das Ganze macht. Lasst ein Like da. Und wer das Ganze ein bisschen vertiefen möchte und mal so die Top 5 Ernährungstipps haben möchte, wir haben gerade schon reingeschnuppert, der kann direkt hier weiterschalten. Direkt draufklicken, weiter durchstöbern und ihr bekommt eine ganze Menge mehr mit. Man muss dazu nicht immer ganze Bücher lesen. Haltet euch an diese wenigen Tipps, an diese ganzen Top 5 wie hier oder an dieses Video und ihr habt schon mal elementar mehr getan.